Grüß Gott miteinander hier beim DSV. Ich bin der Wolfi und wir machen in Against the Storm weiter. Die Biber-Entschlossenheit ist gering, sehr schlecht. Dann haut die mir nämlich ab. Ich brauche noch 10 Bernstein, das wäre wichtig hier. Und ein Mensch. Aber ich denke, das wird sich jetzt gleich ergeben. Die Ranch haben wir hier gebaut, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, die werde ich nicht nochmal bauen. Stoff stellen wir her. Da kommen Schilf kann ich auch benutzen, das brauche ich sowieso nicht. Wir fällen uns jetzt hier oben dann nach dem Gewitter mal hier oben rein. Ich brauche jetzt halt ganz dringend noch einen Mensch, dann hätte ich das hier oben mal abgeschlossen. Ich überlege gerade, ob ich das... Wo war es denn? Da. Ob ich das behelfsmäßige Ding hier baue, weil ich brauche 3 Baumaterialien und 3 Feldfruchtpakete. Oder kann ich die irgendwo anders herstellen? Baumaterialien würde ich aus der Regenmühle kriegen, okay. Dann bräuchte ich es aber trotzdem noch für Feldfruchtpakete. Ich baue es jetzt einfach mal. Da wäre noch Werkzeug nicht schlecht. Da kann ich aber drauf warten. Ich kriege ja auch Werkzeug, wenn ich Missionen abschließe. Da stelle ich Stoff her und hier Holz, oder? Ja. Ich glaube, da kann ich einfeuern. Reicht mir einer, der Bretter herstellt. So. 10 Mark stelle ich keins her. Du hältst 20 Schilf und 20 Leben für jede entdeckte Lichtung. Das wäre ganz interessant. Oder bessere Holzfäller. Ich nehme mal das Leben und das Schilf. Bessere Holzfäller haben wir hier schon. Ich will die jetzt nicht nochmal verbessern. Ich kriege ja eigentlich schon gut Holz. Jetzt müssen wir gucken, dass wir einen Mensch dazu kriegen. Oh, das wäre hier eigentlich dabei. Da kriege ich sogar Werkzeug gleich noch dazu. Ich glaube, das nehmen wir mal. Dann machen wir hier mal 3 Stück. Stelle einen ein, der uns das macht. Feldfruchtbar Baumaterialien-Paket kriege ich aus der Regemühle. Dann werden wir die auch mal noch bauen. Da hin, so. Holzfäller macht einen guten Job gerade. Sehr gut Baufläche dazu. Wenn man sich überlegt, dass das hier alles mal Wald war. Tauschen wir jetzt mal gegen Biber aus. Suchen wir wieder die Harpier. Die mögen mich ja irgendwie. Aber gut, ja, kriege halt auch Kleidung und Dörrfleisch, wobei Dörrfleisch jetzt ausgeht. Und Kleidung, ja gut, stelle ich mit 2 her, dann brauche ich nichts ändern, das ist okay. Jetzt haben wir das abgeschlossen. Liefern wir das. Dadurch kann ich jetzt hier eine kleine Farm bauen. Dann machen wir hier auf jeden Fall mal 3 von den Baumaterialienpakete und Mehl macht 30. Schaut mal, was stelle ich denn hier oben her? Wenn ich Stärke auswähle. Gemüse und Getreide, okay. Dann will ich auch, dass ihr eigentlich hauptsächlich Getreide benutzt. Und nichts anderes. Dann stellen wir da einfach mal Mensch ein. Das müsste erstmal reichen. Ne, das ist eine blöde Idee. Da stellen wir eine Harpie ein und hier oben zwei Menschen. So. Kann ich denn hier, oder tauschen wir hier aus? Lasse ich mir den Mensch rein, damit es dann einen kleinen Profitbonus gibt. Ja, das ist schon okay so. Und das sind die Harpie, hier auch. Und da stecken wir mal noch eine rein. Was brauche ich denn? Ich will ja die Harpie überwiegend glücklich machen. Dörrfleisch, glaube ich, stelle ich schon her, oder? Nee. Also ich brauche Dörrfleisch oder Pastete. Ich glaube, da habe ich gar nichts in die Richtung bisher. Ja, ich habe da gar kein Gebäude in die Richtung. Das bringt mir alles nichts. Ah, ich kann es zurücksetzen einmal, genau. Ja, Fleisch. Aber nicht gerade gut. Wein bringt mir auch nichts. Nochmal würde es mich 5... Ja, da muss ich jetzt halt abwarten. Bringen mir eigentlich beide nichts. In der Schenke, das würde mir nichts bringen. Ich brauche eher was für Bildung. Ja, würde mir auch nichts bringen. Da müssen wir mal abwarten. Werkzeug habe ich 3. Gut, Baumaterialien, Pakete stelle ich jetzt hierher wahrscheinlich. Genau. Denn hier kann ich wieder rausschmeißen hier unter. Zack. Dann habe ich hier sogar wieder einen Mensch übrig. Wo waren das hier? Jetzt möge sie mich wieder nicht mehr. Schade. Hat ja nicht lange angedauert. Pigment könnte ich noch gebrauchen. Und das stelle ich schon Pigment her. Das kann ich, hier kann ich dann Schriftrolle herstellen. Holz und Leder. Ich benutze Pigment. Stelle hier mal 30 ein, weil ich kann hier unten stelle ich ja Pigment aus Kupfer her. Das ist ja ein Nebenprodukt. Aus dem Lehm. Gucken wir mal, was wir hier oben machen können. Hier kann ich verbessertes Traberlager bekommen. Das wäre ja wichtig. Dann darf ich. Ah gut, da ist auch Auswahl. Aber 10 Ästhetikdekorationen, das mache ich, das ist easy. Brennofen und nicht Kohle und Kohlehersteller. Das machen wir auch mal. Dann weiß ich schon, auf was ich gehen muss. Da ist der Händler. Da ich ja tonnenweise Harz habe, kaufen wir mal 100 Harz. 300 Holz. Okay. Dann gucken wir mal, wie viel Werkzeug ich dafür kriegen kann. 10 schon mal, das ist gut. Ich glaube, ein bisschen Leder könnte ich mir gönnen. Nö, ich brauche sonst eigentlich nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Dann kaufe ich mir mal noch Bernsteinsiebe. So. Dann machen wir hier mal die Werkzeugaufgabe. Bringen wir uns nochmal 10 Bernstein, dann haben wir das hier oben auf jeden Fall geschafft. Ich glaube, hier stelle ich nochmal jemand ein. Ein Biber oder ein Mensch wäre hier nicht schlecht. Naja, ich habe gerade nichts anderes. Der Holzfäller hat noch genug Material. Wo findet ihr? Das Trapperlager wollte ich noch freischalten. Machen wir das auch mal. Hier gibt es kein Gebäude für Bildung, habe ich recht? Das war beides nicht. Dann setzen wir es mal für 5 Bernstein nochmal zurück. Oh, hier gibt es den Brennofen. Den mache ich ja auch, wenn ich Pastete bräuchte. Aber das kriege ich vielleicht auch noch von anderen Gebäuden. Ich brauche den Brennofen. Kann ich hier den Brennofen-Mission abschließen. Bauen wir gleich mal dahin. Zack. Wenn ich das Trapperlager freischalte, kann ich hier oben gleich das Fleisch und die Eier ernten. Dem hier genau, bis fertig ist. Steht, wo meine Baumaterialien-Pakete hingekommen sind. Ich habe die doch hier hergestellt. Da habe ich jetzt immer noch 0. Schaut mal, hier wäre das jetzt dabei. Hier kann ich tatsächlich das Ganze mit Wasser betreiben. Okay, das auch habe ich das jetzt doch schon erforscht und ich habe es irgendwie verpennt. Okay, jetzt geht's wohl doch. Mit Rohre kann ich es dann verbinden. Rohre verbinden, okay. Dass ich Effizienz, Zuverlässigkeit, Effizienz. Dann bauen wir mal einen Regenkollektor. Hier testen wir das mal aus am Sägewerk. Ich will jetzt wissen, wie das funktioniert. Das braucht das Sturmwasser und das Gebäude hier braucht Sommerwasser. Dann verbinden wir das auch mal. Das braucht das hier. Auch Sturmwasser, das macht nicht. Erstmal nur die zwei hier. Das sind die wahrscheinlich, wo die Wasserräder hier hin. Deswegen hier geht es. Doch, hier geht's auch. Okay, dann hat es nichts mit den Wasserrädern zu tun. Interessant. Jetzt stellen wir mal Kohle her. 50 Kohle. Gut, Ziegel mache ich ab sofort auch. Habe hier noch einer, der Ziegel herstellt. Stoff aus, Ziegel aus. Stoff stellen wir ab sofort hier unter her. Dann deaktivieren wir das Gebäude. Ziegel stellen wir ab sofort hierher. Immer 10 Ziegel. Für Fleisch mache ich erstmal keins. Stellen wir hier 2 HP ein, die mal Kohle und Dings herstellen. Und hier sagen wir Kohle bevorzuge. Kein Holz. Hier stellen wir auch mal eine HP, 2 HP ein, die das Sturmwasser sammeln. Jetzt deaktivieren wir das Gebäude. Das verschieben wir auch mal da hoch. Brauche ich erstmal nicht mehr. Das ja auch. Ich glaube mal, das kann ich sogar abreißen. Da ich das jetzt alles in andere Gebäude herstelle. Und dann schließen wir nochmal Aufträge ab. Damit deaktivieren wir hier jetzt auch wieder das Baumaterialien-Paket herstelle, weil das hat sich jetzt erledigt. Dann bauen wir die Ästhetik-Deko. War das die hier? Ja, das war die, okay. Brauche ich sowieso 4 mal. Brauche aber gleich 10. Jetzt gibt es sogar einen Amboss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 und dann brauche ich davon nochmal 4. 1, 2. Bei ja. Schau mal, ob wir Deko rauskau, hey, alter Schwede. Da war ein Haufen Obdachlose, ist mir auch schon aufgefallen. Das muss ich jetzt noch alles angehen gleich. Ich wollte ja... Wo war's denn? Ich wollte die Harpyhäuser bauen, einige. Bla bla bla, Handelsweg fertiggestellt, Werksnö, groß strategische plus 2 mehr Handelswege. Ich nehme den Bernstein mal, weil ich sowieso dringend Bernstein brauche. Und da wird noch Stoff produziert. Ich glaube, da stelle ich noch eine HP ein, die muss ich mal Gas geben. Dann nehmen wir von allem, was ich mir eigentlich lieber. Da kann ich Kekse, da, das brauche ich. Kekse und Pastete. Gibt es hier einen Ort mit Bildung? Ja, der Tempel wäre mit Bildung. Dann wählen wir den Tempel aus. Zwei, 4, 6, 8. Ich brauche nochmal 4 Harpyhäuser. Verschieben wir mal da hoch. Dann lassen wir oben jetzt mal Fleisch sammeln. Und der Holzfäller schieben wir mal. Oh Gott. Soll ich jetzt hier unten nämlich hin, ne? Da habe ich es übertrieben. Mit der Deko übertrieben. Lassen wir den mal da, Holzfäller. Habe ich auch noch Deko, Komfortdeko, Zaun. Habe ich ein Harpyenhaus gebaut, genau, dann brauche ich nochmal hier, das mal ob ich hier da hoch schieben können. Gehen wir da hoch, das hier mal noch Holzfällerarbeiter und Blechegewinner. Dann bauen wir eine weitere Harpyhäuser und zwar da, da und da. Dann geht da auch hier unser obdachlose Problem mal langsam zurück, denke ich mal. Ich baue aber auch nochmal hier ein großes Wohnhaus. Das kann man nicht schaden. Hat es auch noch ein bisschen Wohnfläche. Jetzt muss echt viel gebaut werden. Ich brauche natürlich auch sehr, sehr viel Stoff jetzt. Die stelle ich irgendwo hier unten her. Da, okay, ja, nee, es läuft. Ich habe keine Pflanzenfasern mehr. Kriege ich aber hier. Ich kriege halt aus den Wurzeln, okay, das sind Kräuter. Aus manche andere Sache kriege ich noch ein paar Fasern oder hier kriege ich zum Beispiel Leder ein bisschen raus, aber ist zu wenig. Ich brauche jetzt so viel Stoff für die Harpyhäuser. Die Ästhetik-Sache haben wir auch geschafft. Sehr gut. Damit haben wir 30 von den Barren bekommen. Was bedeutet, dass wir ab sofort Werkzeug herstellen können. Also nehmen wir da nochmal mit Biber rein, weil da hat jetzt mehr zu tun. Da könnte ich Schriftrolle für die HP herstellen, aber das, nee, ich mache das ja schon. Eine Mühle habe ich schon. Ich brauche eigentlich gar nichts von den Gebäuden hier. Erstmal nichts. Warte mal. Mein Brennofen funktioniert auch. Die Kohle wächst langsam hier. Ich produziere fleißig Kohle. Es wird natürlich auch nebenher verbrannt, aber trotzdem wird es hier langsam immer mehr. Was soll ich hier drüben noch? Nee. Nee. Ah, jetzt wächst Dorf gerade ziemlich zügig. Wir brauchen mal, dass wir oben noch Pflanzenfasern sammeln. Genau, die sind schon an Arbeit, sehr gut. Aber ich brauche die jetzt für den Stoff. Ich brauche die echt dringend für den Stoff. In der Holzfäller versuche ich mal hier so ein bisschen Fläche noch freizuroden. Hier gerade ist, was da im gelben Bereich liegt, so. Wahrscheinlich werde ich hier noch reingehen, hier und hier. Die drei sind so die, die ich jetzt als nächstes mal anpeile. Hier oben mache ich erstmal nicht weiter. Mit dem Holzfäller könnte man jetzt mal hier gezielt weitermachen. Aber ich glaube, da gehe ich als nächstes rein in das hier. Der soll hier erstmal noch ein bisschen Fläche gewinnen und dann können wir hier unter auch reingehen. Kauf im Wert von 45 Bernstein, das machen wir, da wir so viel Harz gewinnen. Habe mindestens 14 Dorfbewohner mit dem Bedürfnis Bildung, das machen wir auch, weil wir ja auf Bildung aktuell gehen. Ich muss nur noch mal gucken. Wo stelle ich denn nochmal mein Pigment her? Das war hier. Aus Kupfer. Okay, Kupfer haben wir genug. Nee, dann ist kein Problem. Im Notfall stelle ich noch auf Kohle um später, aber ich glaube, Kupfer haben wir aktuell noch genug. Hier wird ja Kohle hergestellt im Brennofen, das ist okay. Mit Kohle brennt da hier der Ofen ja auch viel länger. Also es lohnt sich definitiv. Immer noch nur 2 Harpyhäuser fertig, weil mir immer noch so viel Stoff fehlt. Ist ein bisschen doof. Aber die produziere auf Hochtouren Stoff. Eins kostet halt 4. Und dann nehmen wir auch die für Kleidung ständig noch was weg. Brauche ich ja auch Stoff für Kleidung. Aber ich habe wenigstens schon mal 2 HP-Häuser fertig. Wenn ich jetzt halt noch Bildung mache, also Kirche, dann kommen die hier unter wahrscheinlich gar nicht mehr nach, weil die dann auch noch Pigment herstellen müssen. Deswegen lasse ich das gerade aktuell noch. Eine Bäckerei könnte ich aber schon mal bauen. Das würde mal nicht schaden. Stellen wir dahin. Der alte Händler ist da. Ich werde mir kein Werkzeug kaufen, da ich das jetzt selber herstellen kann. Ich könnte mir höchstens ein paar Kupferbarren oder so holen. Da ich aber eingelegte Nahrung herstellen will, brauche ich Lehm und Keramik. Ich habe 110 Lehm. Das reicht mir eigentlich relativ weit. Irgendwas kaufen will ich aber. Das bringt mir nichts. Das bringt mir auch nicht so viel. Besser der Regenkollektor, das wäre doch ganz cool. Kaufen wir mal. Ich soll Ware in sehr hohen, wie viel war es? 45 Bernstein muss ich verdienen. Ich überlege jetzt gerade, jetzt passt mal auf. Wenn ich hier 8 Werkzeug noch verkaufe, dann verkaufen wir noch. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Das hier brauche ich auch nicht. Das hier brauche ich auch nicht. Pigment stelle ich aus Kupfer her. Kupfer kann ich nicht kaufen, aber Kohle könnte ich kaufen. Kohle stelle ich aber selber her. Ich glaube, ich werde mir... Kupferbare kostet 91. Kupferbare sind billiger. Dann kaufe ich mir mal hier 31 Kupferbare. Okay. So, das wäre mal ein Anfang. Dann könnte ich hier noch... Ja doch, nee, das ist mal gut. Das reicht für den Händler. Wir haben jetzt gerade nur 28 Bernstein verdient. Das nochmal und dann haben wir es geschafft. Das florierende Wirtschaftsziel. Ich habe jetzt die Kupferware gekauft, weil ich aus denen Werkzeug herstellen kann. Steinmetzlager hat kein Vorkommen mehr. Das war's auch leider. Ich habe kein Lehm mehr jetzt. Kann ich bei dem noch Lehm kaufen? Nee, Stein könnte ich da kaufen. Aber das bringt mir nichts, wenn ich selber Keramik herstellen will. Nee, das bringt gerade alles nichts. Der hätte Öl. Der hätte aber Öl. So, dann sagen wir hier kein Ölverbrenner und kein Holz. Jetzt haben wir genug Öl, jetzt bräuchte ich mehr Mehl. Sagen wir hier mal 50 Mehl. Ich stelle hier nochmal einen Mensch ein, damit es noch schneller geht. Ich brauche viel, viel mehr Mehl. Wie viel Getreide habe ich aktuell? Habe ich überhaupt noch Getreide? 0. Okay, das muss anders gehen. Dann wählen wir hier noch. Ich habe sonst nichts. Okay. Brauche ich denn schon Getreide irgendwo? Ich glaube nämlich nicht. Eigentlich dürfte ich kein Getreide verbrauchen. Dann sparen wir uns das Getreide erstmal an, bis ich genug Mehl habe. Also ich verbrauche auch nirgendwo Mehl aktuell. Soweit ich weiß. Mehl würde ich ja erst verbrauchen, wenn ich habe die Bäckerei gebaut. Steht meine Bäckerei. Ah, ne, die Schirmbau. Okay. Ne, dann ist das kein Problem. Hier möchte ich auf jeden Fall später Keramik schon mal herstellen. Das ist da erstmal nett. Ich schiebe da 30 Keramik ein. Da steht immer mal später aus. Alle mögliche. Ja auch. Gut, hier. Wurzeln, Beere und Kräuter. Kräuter, Beere nehmen wir hier dann raus, wenn ich die noch da oben nehmen kann. Okay, aber ich werde eh keine Kekse wahrscheinlich herstellen. Die Regenmühle muss jetzt halt mal tonnenweise Zeug herstellen. Da ist mein Regenkollektor. Ich glaube, ich könnte jetzt einen verbesserten bauen. Ja, das machen wir später. Ich wollte hier jetzt mal reingucken. Ah. Okay, hier kann ich das einstellen. Effizienz erhöht die Produktion um 50%. Dann schmeißen wir den mal raus. Was ist das hier? Arbeiten erhalten plus 5. Ah, da kann ich Entschlossenheit generieren. Das ist schon mal cool. Okay, dann machen wir hier auch mal 50%. Ah, da seht ihr den Verbrauch. Und hier ist gerade der Tank. Der Stand, wie voll das ist, ziemlich voll. Ich sammle jetzt gerade Nieselregenwasser. Kann ich noch in irgendeinem Gebäude Nieselregen verbrauchen? Nee. Müsste so grün sein. Da könnte ich Nieselregen verbrauchen. Aber das bringt mir nichts, weil der sowieso Zeug verbraucht, das ich kaum habe. Auch zu Fleisch habe ich genug. Nee, aber dann habe ich, glaube ich, das... Doch, komm, dann machen wir das. Ich glaube, das Prinzip habe ich aber verstanden. Ich kann hier jetzt Rohre verbinden. Das fahren wir hier hoch. Mit linkem Mausklick und rechtem Mausklick kann ich das hoch oder runter stellen. Da kann ich sogar die Produktionsmenge erhöhen, das ist schon mal cool. Das ist doch cool. Wenn ich sowas hier unter einstellen würde, könnte ich mehr Stoff rauskriegen. Okay, aber das überfordert mich jetzt gerade noch ein bisschen. Aber fürs nächste Mal, also bei dem nächsten Dorf, wo wir bauen, setzen wir da gleich mal mehr Wert drauf. Getreideproduktion steigt. Das ist wichtig, weil ich Getreide für mein Mehl brauche. Ich glaube, wir haben alle Harpyhäuser jetzt gleich fertig, oder? Sieht gut aus. Das letzte wird gerade gebaut. Das heißt, wir können jetzt mal hier auf Bildung setzen. Das bauen wir mal dahin. Zack. Dann bauen wir da eine Straße. Und hier. Der findet nichts mehr. Okay, dann bauen wir den dahin und machen den mal. Deaktivieren wir den mal. Wenn der nichts mehr findet. Ne, den deaktivieren wir nicht. Den machen wir einfach nur arbeitslos. Genauso wie das Gebäude hier auch. Die haben alle nichts mehr. Gehen wir hier mal durch. Wird jetzt nämlich langsam. Jetzt fällt mir gerade was auf. Ich kann das hier vielleicht da verschieben. Vielleicht nämlich die Häuser hier verschiebe. Das kostet mich jetzt zwar ein bisschen Holz, das macht aber nichts. So. Dann kriege ich da nochmal auf jeden Fall 2 Harpyhäuser hin. Ich habe zwar gerade keinen Stoff, aber so nebenbei müsste das gehen. Genau, aber jetzt kriege ich hier wieder Harpien. Nee, ich brauche die nicht. Ich habe zu viel Bevölkerung. Moment mal, ich muss langsam machen. Und wenn ich jetzt die Aufträge abgebe, kriege ich hier nochmal 5 Leute. Das ist riskant genug. Jetzt habe ich noch mehr Leute. Ich muss hier alle mit Nahrung versorgen. Also ich darf es nicht übertreiben. Hier stellen wir jetzt mal 2 Harpier ein. Die fangen wir hier unter an, Keramik herzustellen. Ich kann jetzt auch, fällt mir gerade ein, hier unten mal Pastete herstellen, genau. Stellen wir auch mal 50 ein, weil ich ja jetzt genug Mehl habe. Und hier kann ich noch mehr Mehl anbauen, sehr geil. Sehr, sehr gut, dann gucken wir uns das mal schön an. Dann nehmen wir natürlich das, nö, ich nehme jetzt das Öl, das habe ich sowieso genug. Dann schicken wir da mal 2 HP hin, die das erledigen. So. Dann kriege ich hier das Harmoniegebäude. Moment mal. Abbruch. Hier kann ich Stoff kriegen, das ist doch viel besser. Das, ja, das lieber mit dem Öl hin, das ist mir lieber. Was ist das hier? Ein Geysir. Da kann ich eine Geysirpumpe drauf bauen. Ah, da kann ich Regenwasser abpumpen oder wie? Was kommt da raus? Sturmwasser. Ah, okay. Ich glaube, das kommt jetzt immer mehr zu Tage später. Aber ich verstehe noch nicht. Ist es dann, damit ich in dem Gebäude nur noch eine Person, in Anführungsstrichen, beschäftigen muss? Und dann mit 3. Damit brauche ich dann weniger Bevölkerung. Ist das so mehr oder weniger der Sinn des Ganzen? Weil ich habe das Sinn noch nicht verstanden. Aber ich bin ja bisher auch gut ohne durchgekommen. Mein Problem ist ja eher, dass ich mit dem halt auch wahrscheinlich die Nahrungsproduktion erhöhen kann, oder? Nee, die Farm macht nämlich nicht mehr Nahrung. Dann hätte ich es verstanden, wenn ich dann an mehr Nahrung komme, aber das nutzt mir ja nichts. Wenn ich nicht mehr Nahrung... Also das mit dem Wasser, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Ich erkenne zwar den Vorteil, dass ich dann auch mehr Produkte herstellen kann, aber wenn das mit Nahrung nicht funktioniert... Da die Nahrung mich ja immer limitiert in dem Spiel eigentlich. Aber ich könnte hier in der Bäckerei Nieselwasser verbrauchen. Ich habe keine Rohre mehr, okay. könnte hier einen Dieselwasserverbrauch und dann würde die doch mehr Pastete herstellen. Ah, ich weiß nicht, ob ich das wirklich brauche, das Wasser. Irgendwie komme ich ohne aus super klar. Wahrscheinlich später, wenn es noch schwerer wird, kommt es dann wieder mehr zum Trage. So, dann machen wir hier Ackerland. Da war's. Zack. Jetzt ein bisschen mehr Getreide. Hier brauche ich von allem eins. Da brauche ich eine Harpie später. Da müssen wir mal kurz abwarten, bis die Harpie oben fertig ist. Oh, die haben es ja gleich. Der hier findet nichts mehr, aber der kann die Hunde weiter sammeln. Ich kann da auch noch Wurzeln sammeln, sehe ich gerade. Vielleicht auch eine Überlegung wert. Aufträge. 30 Stein, gepflasterte Steinstraßen. Nee, ich glaube, ich werde hier Kekse sowieso herstellen. Das machen wir. Und hier Missionsziel. Das machen wir. Ich setze ja schon das Wasser ein aktuell. Da kommt es ja schon zum Trage hier. Genau, jetzt steigt es auch schon. Sehr gut. Die muss ich mal kurz wegnehmen, die Befürwortung, weil sonst mir die Biber hier abhaue. Wo ist mein Tempel? Da. Dann schmeißen wir hier mal eine raus. Und im Tempel stellen wir jetzt jeweils jedem einer. Dann kriegen wir nämlich den Bonus hier unter. Minus 20% Feindseligkeit. Aber die Biber gehen trotzdem, weil sie mich doof finden. Ich habe eine Idee, ich könnte hier ein bisschen Kohle verbrennen. Zack. Ja, jetzt mögen sie mich wieder. Ah. Kohle habe ich denn noch. Ach, das ist manchmal 14. Okay, Kohle habe ich zu wenig. Das mal auf, dann stellen wir hier nochmal jemanden ein, der mich ja mehr Kohle produziert und ich könnte, also ich habe die Rohre nicht. Ah. Da kann ich Wurzel sammeln. Dann stellen wir gleich jemand ein. Ich brauche auch hier noch zwei Menschen. Ich bin gerade hier alles gleichzeitig. Aber ich würde sagen, für die Folge war es das. Schalte in der nächsten Folge ein, weil ich denke, da werden wir das hier abschließen und können ein neues Dorf gründen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert rein und dann sehen wir uns. Ade.